Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Camp und wir sind überladen. Wir müssen ein bisschen was aus der Kiste rauskriegen, damit wir nicht mehr überladen sind. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Bis hierhin haben wir schon in der letzten Folge geguckt und haben hier sogar schon ein bisschen Zeug. Wir haben noch Aluminium und so Zeug hier. Wiegt das gar nichts? Das haben wir doch rausgenommen. Ja, und danach haben wir doch Notizen hier wieder reingesteckt, oder nicht? Und schon war die Kiste wieder voll. Notizen. Also ich sag mal, Notizen, könnten die nicht wenigstens nichts wiegen, so wie Haarklammern? Nee, ach eigentlich, das mit dem Gewicht ist ja nicht... Das könnte ja alles was wiegen. Jetzt geht das so weiter, wie es in der letzten Folge aufgehört hat. Das könnte ja... Das soll ja ruhig was wiegen. Und ist ja auch eine witzige Idee mit den Kisten, dass die voll werden irgendwann. Aber dann doch nicht nur eine Kiste. Dann bitte eine für Camps und eine für Munition und so weiter. Oder dass man die dann eben für Material selber bauen muss oder so. Alles gut, dann würde ich mir erstmal Material zusammensammeln, damit ich mir 20 Kisten bauen kann oder so. Ja klar, aber wie denn sonst? Also so kommt keine Freude mehr auf, so langsam. Wir müssen auch nicht immer allen Blödsinn annehmen, aber das ist nicht schlecht hier. Aber wir werden es nie nutzen. Du verschmilzt mit deiner Umgebung, wenn du dich beim Schleichen nicht bewegst. Stufe 50, immerhin. Nee, ich wüsste nicht, was wir hier wegwerfen können. Ist einfach voll. Der Händler hat nichts. Keine Kronkorken mehr. Oder wir müssen, ja, dann sind wir unsere Kronkorken los. Oder wir müssen die teuren Sachen vom Händler kaufen und dann die Sachen verkaufen. Aber dann sind wir, wie gesagt, unsere Kronkorken sofort los. Das ist auch, das ist nicht gut. Zu viel Bier gebraut. Was haben wir uns denn dabei gedacht, Bier zu brauen so viel? Das fing ganz harmlos an. Wir wollten Nuka-Schein wollten wir machen, weil wir ausgerechnet haben, dass wenn wir Nuka-Schein machen, dass wir dann pro Nuka-Schein 4 Pfund einsparen. Nein, 3, 2, wie viel? Das wiegt 1 und wir müssen Material von wenigstens 2,5 Pfund da reinstecken. Also dachte ich, wenn wir 4 Nuka-Schein, konnten wir nämlich brauen, weil wir mehr atomares Material nicht hatten. Wenn wir das also machen, dann sparen wir schon mal 3 Pfund ein. Toll. Und 4 Folgen später haben wir festgestellt, dass 4 Pfund jetzt auch nicht so viel sind. Komm, wir nehmen jetzt erstmal die ganzen alkoholischen Getränke daraus. Ja, und dann? Dann besaufen wir uns. Mann, ja gut. Nuka Schein gärt immer noch schön vor sich her, das Bier ist aber durch. Alkohol will gar keiner von uns haben. Harte Limonade oder sowas. Haben die Leute wahrscheinlich genug davon selber. Wir waren ja hier dran und haben hier aufgeräumt und haben schon gesagt, wir brauchen nicht so viel Bier zum Beispiel hier drin. Warum sind hier überhaupt nur 6 Bier? Wir haben doch... Achso, ja, hier haben wir ja noch 12. Okay. Wir wollten, ganz genau, wir wollten hier von dem Alkohol, wollten wir einmal hier so eine Übersicht haben und das, was so viel ist, einfach rausnehmen. Harte Limonade zum Beispiel. Jetzt nehmen wir doch was raus. Wir wollten eher was reintun, harte Limonade. Harte Limonade wiegt doch nichts. Ja doch, ein bisschen. Aha, Aukola Lager. Ich bin mir sicher, wenn wir das rausschmeißen, dann will L demnächst, dass wir ihm einen ganzen Kasten besorgen davon. Dann rennen wir da erstmal 20 Folgen rum und suchen das Zeug zusammen.
Whisky, so viel, ja. Wodka brauchen wir doch für harte Limonade. Das lassen wir mal drin. Ja, da funktioniert das nämlich auch. Hier, Wodka wiegt 1, Limonade wiegt, glaube ich, auch 1. Lass es 1,50 wiegen. Trotzdem, wenn wir harte Limonade, wenn wir das zusammenmischen, dann wiegt es auf einmal nur noch 1. Ja, so spart man Platz hier drin. Okay, wir haben jetzt aber schön 25 Pfund haben wir hier freigekriegt. Dann können wir doch als erstes mal die Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, die können wir doch da reinschmeißen, so. Und noch was? Naja, was haben wir denn da noch? An Schrott. Plastik, um Pakete zu schnüren. Muss das da drin sein? Fick doch nichts. Haben wir Munition? Wir haben letztens schon wieder so viel Munition weggeworfen. Hm, wo war ich gerade bei dem Plastik? Okay, was ist mit dem Helluchigern-Gaskanister? Brauchen wir eigentlich auch nicht. 3 Pfund wiegt so ein Quatsch. Voll schwer. Ja, aber wenn wir den verarbeiten, wenn wir da eine Gasgranate draus bauen, dann wiegt die... Haben wir sofort. Das haben wir sofort. Können wir gar nicht. Aha. Aha. Ach, Mini-Atombomben können wir selber herstellen? Ja, nukleares Material brauchen wir dafür. Also wir müssen eine Siedlung mal finden, wo wir nukleares Material abbauen können. Der kriegt den Hals nie voll, ist wieder am Werke hier. Was machen wir denn mit diesen halluzigen Dingern? Ich denke, wir haben da ein Rezept bekommen. Und können daraus Gasgranaten oder sowas bauen. Warum haben wir auf einmal kein Öl mehr? Wir haben noch so viel Öl gehabt. Irgendwann haben wir gesagt, bis wir wieder verkaufen können, bis der Händler wieder Kronkorken hat, haben wir genug Öl zusammengesucht wieder. Das ist ein langwieriger Prozess, liebe Welt da draußen, sich das abzugewöhnen, einzusammeln irgendetwas. Aber Halluzigen, warum sammle ich die denn überhaupt? Ich bin da total wild drauf, die zu sammeln. Wenn ich die sehe, egal wie schwer wir sind, den nehmen wir mit. Können wir wegwerfen? Was machen wir damit? Der ist total schwer. Ah, das Phantomgerät. Das war's. Und das wiegt 1 Pfund. Und der alleine der Halluzigen-Gaskanister, der wiegt schon 3 Pfund. Stealthboy wiegt bestimmt auch 1 Pfund. Das sind 4 Pfund. Ein Kupfer und Kleber, keine Ahnung. Wiegt bestimmt 0,10 Pfund, ein Teil. Ja, damit haben wir doch auch schon wieder Platz geschaffen. Okay, deswegen sammle ich die Dinger für das Phantomgerät, ja. Nun gut, nun gut. Was haben wir gerade gemacht? Wir wollten hier noch ein paar Sachen rausschmeißen, oder? Das ist doch... Sehe ich das richtig? Schrott nochmal. Nee, reinschmeißen. Wir wollen los. Wir haben was zu tun. Wir wollten... Eigentlich wollten wir... die Aufgabe weiterverfolgen, so langsam mal. Kupfer? Ah, Kupfer brauchen wir schon. Zahnräder. Die brauchen wir eher. Gummi brauchen wir immer. Stahl, Ultrazit, sowas wohl weniger. Stoff, Dünger, Säure. Da haben wir doch 15 Säure. Was war das denn gerade? Warum hatten wir da nur 3 Säure gerade? Ach, 3 Säure gehören da rein. Irgendwas anderes wird gefehlt haben, denke ich. Überschüssiges Öl hat gefehlt. Das war das. Vorsicht, wird immer voller hier drin. Oh,
Wir hatten schon über 30 ballistische Fasern. Naja, wir haben einmal unsere Rüstung repariert. Dann war es das mit der ballistischen Faser. Was machen wir denn jetzt mit dem Aluminiumerz? Wie viel, Moment, wie sieht denn das mit Schießpulver aus? Schießpulver wiegt auch, oh, Schießpulver wiegt auch was. Ja, wir hatten auch Pech beim letzten Verkauf, als wir verkauft haben. Da hätten wir bestimmt 30 Pfund, wären wir bestimmt losgeworden. Leider wurden wir ständig angegriffen von Mutanten und die hatten richtig schwere Sachen dabei. Die haben wir dann natürlich zuerst mal verkauft. Oh, wir hatten aber auch schöne Kronkorken schon. 8000, über 8000 hatten wir schon. Können wir jetzt los? Oder gibt es hier noch was zu beanstanden? Wir sammeln zum Beispiel Munition. Aber Munition wiegt doch nichts. Hier 0,003. Das ist doch gar nichts. Oh, ich weiß nicht. Wenn man 10.000 davon hat, dann ist das auch was. Ach, Schluss jetzt. Sind unsere Waffen denn jetzt repariert? Ach, da waren wir gerade. Die 10mm könnte noch was vertragen. Und ist unsere Kleidung denn repariert? Die ist gut. Ich fange gleich an zu weinen, wenn ich das sehe. Meine Güte. Was sollen wir denn machen mit so einer kleinen Kiste hier? Wenn man da nichts reinpacken kann. Wir haben alles tausendfach gehabt. Jetzt fehlt uns wieder Aluminium und Feder. Wir haben doch Aluminium. Brauchen wir doch nur einzuschmelzen. Ja, aber dann haben wir keine Säure. Ja, okay, einmal können wir es einschmelzen. Ja? Ah, 5 Federn fehlen. Oh, das ist ja auch was. Überladen sind wir sowieso. Ach, das ist doch ein Witz. Ja, dann bleibt die Waffe eben kaputt. Ja, die bleibt kaputt, egal.
Wir trennen uns jetzt hier von dem Schrott, den wir nicht brauchen. Ich weiß nicht, wofür wir Ultrazit brauchen. Kupfer brauchen wir eigentlich, egal. Aluminium behalten wir auf jeden Fall. Ach, Notizen, da ist doch nichts mit Gewicht dabei. Oh nein. Right away brauchen wir. Durst? So viel Durst? Nee, die Kiste ist voll. Da kommt mir nichts mehr rein. Ach ja, wir können ja laufen. Gut, liebe Welt da draußen. Ich denke, in der nächsten Folge können wir dann wirklich der Aufgabe weiter nachgehen. Diese Aufgabe hier. Und diese Folge ist aber vorbei. Ich bedanke mich für euer... was ist das? Ach so. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.